I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. What in life is, doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go a lot of breakers down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens, doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Ey, wir haben 7.15 Uhr und am Trevi-Brunnen ist es einfach voll. Egal, wir fangen jetzt an und ich melde mich dann gleich richtig bei euch. Falling, we're falling down, we're fading. But I know, I know, I know, I know we can save it. Einen wunderschönen guten Morgen aus Rom und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Wir waren ja gerade am Trevi-Brunnen und Leute, es ist einfach so unfassbar schön. Und die Anreise gestern war auch super entspannt. Und weil wir so spät angekommen sind, haben wir auch nichts mehr besonders gemacht, sondern waren einfach nur essen. Nikolas hat ein Restaurant rausgesucht, was er auf TikTok gefunden hat und was sehr viral ist. Und ja, was soll ich sagen? Also an sich, das Essen war schon lecker. Ich habe jetzt keinen Vergleich. Da gab es nur Pasta. Meine Portion war von der Menge eigentlich ganz gut. Nikolas fand sein, ich glaube, der hatte Carbonara oder so. Das war ihm viel zu mächtig, aber so an sich ging es halt wirklich voll klar. Aber ich würde da jetzt persönlich nicht nochmal hingehen. Und das Krasse ist einfach, das wussten wir nicht, dass man hier auch eine Service Pauschale oder Gebühr zahlen muss. Wir haben uns jetzt Croissants geholt und Kaffee to go, denn Nikolas meinte, dass das voll typisch ist in Rom, dass man sich so ein Croissant holt und einen Kaffee. Also die Croissants sind wirklich sehr lecker. Ich habe mir jetzt noch eins mit Schoko geholt. Es ist echt geil. Und bist von so kleinen europäischen Städten vielleicht immer dermaßen beeindruckt. Ne? Da frage ich mich, wie ist das, wenn wir nachher irgendwie in Tokio oder Seoul sind? Ich werde dann ausrasten, Leute. Ich werde ausrasten. Weil wir dein kleines Gehirn das aufnehmen können. Nee. Also weil ich, für mich ist sowas so eine richtige Reizüberflutung. Und wenn ich irgendwann mal in Seoul oder in Tokio oder New York bin, ciao, ich sag's euch, ich krieg, glaube ich, einen Herzinfarkt. Ich werd einfach hyperventilieren. Wir haben uns jetzt Tiramisu geholt. Das soll angeblich das Beste in Rom sein. Ich habe mir einmal mit Erdbeere bestellt und das ist dieses Klassische. Wir haben das auf TikTok entdeckt. TikTok regiert einfach. Ja. Magst du eigentlich Tiramisu? Ja. Ich mag eigentlich kein Tiramisu. Und wieso? Wegen den Kaffeegeschmack oder? Ja, schmeckt mir zu sehr nach Kaffee. Ich bin nicht gespannt, wie das schmeckt. Da oben ist ja Kakao drauf. Okay, Taste Test. Voll geil. Das ist mit Erdbeere, ne? Mhm. Mmh. Das schmeckt einfach voll wenig nach Kaffee. Ja, weil in Original ist ja diese Plätzchen sind doch in Kaffee eingelegt. Ey, das ist so geil. Das schmeckt einfach tausendmal besser als in Deutschland. Tausendmal besser, weil es einfach so vom Kaffeegeschmack so mild ist und nicht so intensiv. Ja, aber auch die Creme. Mhm. Trapezino. So lustig, wenn man in Italien ist, dann spricht man das halt alles so richtig italienisch aus. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Ich habe jetzt einmal mit Aubergine bestellt. Also die hatten halt zwei vegetarische, einmal mit Aubergine und einmal mit Kürbis. Und Kürbis fand ich jetzt auch nicht so. Was hast du? Ich habe mit Chicken. Chicken? Chicken. Ah, Chicken. Ich habe mit Gianna Chicken. Enjoy it. Grazie. Buon appetito. Veggie. Chicken. Das ist so geil. Und das Brot ist voll lecker, ne? Bisschen fluffiger Teig und so. Wollen wir nochmal essen, ne? Mhm, wollte ich gerade sagen, lass mal morgen nochmal dahin. Aber wieso schmeckt das denn so gut? Ich verstehe das nicht. Das ist eigentlich nur so. Ja, aber wegen dem Teig? Das Brot ist voll nice. Aber ich habe echt gedacht, dass das so voll
diese Stadt jetzt schon. Und das ist heute erst unser erster Tag. Schön. 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 Wirklich. Und was ist hier? L.A. Nein. Und ohne Witz, wisst ihr eigentlich, wie nett die Leute hier sind? Also schon alleine die Sache, dass ich laufe ja die ganze Zeit mit dieser Vlogging-Kamera rum und die Leute, die lächeln mich immer so an und einer gerade so Peace gezeigt, weil sie sind so, so herzlich und die finden das so cool, dass ich das so mache. Ey, in Deutschland, wenn ich da meine Kamera raushole, so das erste, was man hört ist, muss man denn alles filmen? Kann man nicht diesen Moment genießen? Weißt du, immer. Und hier, so, die Leute freuen sich. Slide talking, girl, you're walking circles through my mind. And it seems like every day just gets better when you're mine. When you love now and forever, when I hurt you, I'm mine. Mhm, Alter. Der Yakult ist das, ne? Yum. Outfit change. Sieht aus wie gestern. Nee, du hast einen anderen Pony an. Wir haben uns jetzt kurz umgezogen und jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken. Ich habe nämlich so voll das Suppenkoma. Ja. Ich finde, das ist immer so cute hier. Man hat immer draußen so richtig süße Sitzgelegenheiten. Geil. Ich mag ja voll gerne Espresso. Ich finde es so eklig. So, wir stehen jetzt vor dem Pantheon. Sieht sehr nice aus. Die Schlange ist auch sehr nice. Und so bleiben. Ja, nice. Ich finde das so lustig. Mach das mal bitte. Ich will das jetzt auch bei dir sehen. Komm, egal. Für mich, ey, komm. Mach mal. Mach mal die Lippen so. Nein, ich bin doch so lustig. Nikolas denkt sich einfach nur. Wow. Bra. Das ist wirklich so krass feucht in Rom. Also, ich wusste, dass Rom eine sehr beliebte Stadt ist. Aber dass die so beliebt ist, das ist so crazy. Also, auch die ganzen Restaurants und so, die haben krass alle abgeschnitten. Wir gehen jetzt essen. Pizza essen. Ich freue mich. Das wird so geil. Ich hole mir die Bufalina. Beste Pizza. Hier heißt sie aber Bufala. Bufala? Bufala. Nicht Bufalina. Ja, Bufala. Bufalina, Bufala, okay. Das ist das Restaurant, wo wir jetzt hingehen. Und hier waren wir einfach gestern. Richtig gut. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Tag in Rom. Wir laufen jetzt zur nach Vatikanstadt. Das ist, hilf mir mal, ist das ein Land? Das ist ein Stadtstaat, ja. Ja, also ist das ein Land. Wir laufen jetzt nach Vatikanstadt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauchen wir eine halbe Stunde. Also kurze Frage, sind wir jetzt im Vatikanstadt? Stadt? Ja, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall so eine lange Straße, die bis dahin führt, aber wo dann so dieser Vatikanstadt dann ist. Kannst du es nochmal zeigen? Dieser Vatikanstadt. Das ist auf jeden Fall jetzt hier diese lange Straße zum Petersplatz. Judged mich jetzt mal nicht. Ich kenne mich mit sowas gar nicht aus. Oh, das sieht ja schön aus. Da ist der Petersdom. Und da, wo die Säule steht, das ist halt dieser Petersplatz. Also das ist der Petersdom. Ja, ja. Davor ist dieser Petersplatz und ich glaube, vielleicht da oben hält der Papst immer diese Audienzen. Ich weiß es nicht genau. Du kannst in diesen Petersdom kannst du kostenlos rein, aber du musst ja fett in so eine fetten Schlange anstellen. Meinst du die Schlange? Schlange beginnt
beginnt das Jahr. Ich glaube, da hinten. Dann läuft man den ganzen Weg da so lang. Also man hat die Möglichkeit, in diese Vatikanischen Museen reinzugehen und in die Sixtinische Kapelle. Ah. Und da habe ich, glaube ich, bei Get Your Guide gesehen, kostet dann, glaube ich, 26,90 Euro pro Person. Weil ich Kultur überhaupt nicht mag. Stimmt doch gar nicht, jetzt übertreibst du. Ich mag echt keine Museen. Ja, ja, die, für die man zahlen muss. Ich finde es halt langweilig. Ich muss mir, klar, ist bestimmt schöner drin, keine Frage. Auch hier in der Sixtinischen Kapelle mit von Michelangelo. Diese Deckenmalerei und sowas, wo du keine Fotos machen darfst. Wir haben sogar gelesen, stimmt, dass wenn man dieses Gemälde... Darfst du nicht mal zeichnen. Darfst du nicht mal zeichnen, nicht mal mit einem Bleistift. Ja. Also sogar wenn man das mit einem Bleistift zeichnen möchte, braucht man eine Genehmigung. Krass, oder? 26 Uhr gehe ich lieber essen. Ja, apropos Essen, lass mal snacken. Also wir gehen gleich weitermachen, ja, mit unseren Streetfood Roam-Test. I smile, but they just stare. And I see misery everywhere, it's getting to me. I cry, but they don't care. Oh, I'm getting lost in the commotion, and the sound is way too loud. Wir sind bei unserem nächsten Snack angekommen. Die Schlange ist super lang, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Mein Gott, wie lange geht er denn hier? Da ist einfach so ein Ragout drin, so wie Hackfleisch, ne? Aber dann sieht echt viel geiler aus. So, schaut euch mal meinen an. Das schmeckt gut. Aber nicht so geil wie gestern das Essen. Okay, du magst ja generell nicht und so frittiert, ne? Das ist so Käse. Dann kann ich das so... Dann kriegst du lecker. Ja, ne? Ja, das glaube ich dir. Das ist auch so richtig geil Käse und so richtig verschmackhaft ist das. Mmh, geil. Also das Ding hat mich jetzt gar nicht gesättigt, deswegen gehen wir jetzt Pizza essen. Und zwar sollen die Pizzen hier auch richtig lecker schmecken. Die haben hier so ein Pizzastückchen. Bufala? Ist das Bufala? Keine Ahnung, was das ist. Jetzt zur Einkaufsstraße. Da-da-da. Oh, sieht echt schon nice aus. Und? Der von gestern war ein bisschen besser, ne? Prima, ein geiler von gestern. Ja. Ein bisschen zu sahnig. Stimmt. Das andere hat mich auch irgendwie mehr umgehauen. Aber ist trotzdem lecker. Ja. Wir sind jetzt an unserer Unterkunft angekommen. Ich kann euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich gerade bin. Ey, wirklich, das ist so anstrengend. Thank you very much. Pizza, Pizza. Pizza. Oh! Was war das? Ich fahre nie wieder mit diesem Aufzug. Geh schnell raus, Baby. Du bist als Erste. Komm, geh. Geh. Ja, warte. Geh. Nein, komm. Komm mit, schnell. Was haben wir hier? Das ist die ist aber nicht geschnitten. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Alter, da sind sogar Oliven. Oh, perfekt, wie du es wolltest. Boah, ja, Mann. Ich liebe Oliven. Boah, die sieht auch richtig gut aus. Leute, die Pizza hat sehr gemundet und wir werden jetzt ins Bett gehen. Wir wollen nämlich morgen wieder früh raus und zum Kolosseum gehen. Ich freue mich einfach so sehr und deswegen werde ich hiermit den Vlog beenden. Es wird aber einen zweiten Teil geben. Wir wollen nämlich in das Kolosseum rein und uns noch andere Sachen angucken. Ganz viel wieder essen, deswegen schaut unbedingt auch im zweiten Teil vorbei. Aber ich muss jetzt schon sagen, dass ich Rom sehr liebe. Es ist einfach so eine schöne Stadt. Das Essen ist sehr gut. Man muss allerdings, wenn man halt zu den ganzen Touri-Spots hingehen möchte, schon recht früh da sein, weil ihr habt ja selber gesehen, es ist eine sehr beliebte Stadt. Es ist immer sehr voll, aber es lohnt sich auf jeden Fall, früh aufzustehen. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann im zweiten Teil.